Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Commander Keen Teil Nummer 6. Ich habe mir etwas angesehen zu diesem Teil jetzt nun. Und jetzt muss ich jetzt gucken, wo wir das letzte Mal abgespeichert haben. Ist das jetzt die Stelle? Ganz genau. Und zwar habe ich jemanden dabei zugesehen, wie er das ganze Spiel in der Speedrun gemacht hat. Und soviel ich gesehen habe, ist er einmal hier durchgegangen. Und dann hier. Ja. Und ist dadurch jetzt in diesen Teil des Levels gekommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich speichere das mal hier ab. Zwischen... Ja, Üwischen. Weil, ich bin ehrlich, ich wäre jetzt von selber drauf nicht gekommen. Es wäre so eine Art, Versuch mich tot. Sind das Monster? What the f***? Oh mein Gott! Das ist doch... Ne, ich geh jetzt da nicht dran nach unten. Ich geh nur nach unten, wenn ich auch wirklich muss. Okay, lass mich schnell gucken. Okay, das Level soll anscheinend nicht einfach sein. Was ist das? Ja, willkommen in der Welt, wo wir mit Absicht einfach umgebracht werden sollen. So, jetzt bin ich gespannt. Nicht, doch nicht in die Stacheln rein, Keen. Was tust du? Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn wir unten lang gehen und was passiert, wenn wir oben lang gehen? Denn für uns fehlt ein roter Key. Es gibt aber keine Türen, mit denen man das irgendwie einsetzen könnte. Und somit Frage über Fragen, auf die X-Rack überhaupt keine Antworten finden kann, soll, muss. Ja, lass mich nur gucken, was es hier so gibt. Ja, Schüsse. Ach, kommt. Ich meine, was haben wir hier bitte schön zu verlieren? Ich meine... ja, eigentlich ist das egal. Denn wir müssen hier nicht mal abspeichern, merke ich gerade. Wetten, diese Plattform macht das gleiche auf dem Rückweg. Wetten. Ich speichere jetzt mal hier ab auf leer. Return to game. Seht ihr? Also diese Platten, also diese... Das wird alles total gemein hier gerade. Okay, und jetzt können wir endlich wieder oben lang gehen. Wir haben einige Schuss eingetankt. Finde ich auch gut so. Den Schuss brauchen wir immer. Verdammt. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, nochmal. 1, 2. Wollt ihr mich verarschen? Wahrscheinlich ja. Aber dennoch, das ist doch scheiße. Alter, ist das gemein. Ist
Was sind das für Augen? Was sind das für Hände? Was sind das für Laser? Wieso will man mich so quälen? Ich will nicht wissen, wie das hier auf hart ist. Mhm. Das will ich überhaupt nicht wissen. Ich speichere jetzt mal hier ab, weil wenn ich dann verkacke, dann möchte ich gleich von hier aus wieder starten. Nein! Doch! Stopp! 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 Wir saven hier. Was ist das denn bitte für ein Level? Wird sich das denn hier einfallen lassen? Wird sich das hier einfallen lassen? Wisst ihr was? Also nur ganz kurz zum Mitschreiben. Ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade im Menü. Diese rote Tafel da am Anfang, ganz am Anfang dieses Levels, bei der ich mich schon gefragt habe, ob sie irgendwas mit dem roten Key zu tun hat. Ich glaube, das ist irgendeine Aufschrift, die man auch verstehen kann, wenn man sich mit der Materie Commander Keen auch besser auseinandersetzt. Ich glaube, ich habe schon sogar im Internet einige Guides dazu gesehen. Und es gibt sogar ein Alphabet. Ja, mein Hund rennt schon weg, wenn ich schon von Alphabet rede. Und es gibt sogar ein Alphabet für die ganze Sprache hier. Also diese Alien-Sprache oder diese Commander Keen-Sprache da. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, glaube ich, kommt man schneller auf die Lösungen. Aber ich stelle mir das gerade... Ich finde das Konzept richtig cool, aber ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, das Ganze zu verstehen. Einfach so. Ich glaube, da muss man sich im Nachhinein so ein bisschen auseinander damit setzen. Toll Deutsch. War das überhaupt ein korrekter Satz? Keine Ahnung. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Habe ich hier abgespeichert? Ich weiß es nicht mehr. So kurz dauert mein Gedächtnis. Ja. Ich glaube, einer von denen. Wisst ihr was? Wo habe ich abgespeichert? Hier? Ja. Und wisst ihr, warum ich das gemacht habe, um die Schüsse zu sparen? So. Fresse. So. Guckt euch die mal an. Was mache ich? Alter! Kein Wunder, dass ihr keine Freunde habt. Okay, das war der rote Key. Was sind das für Augen? Was sind das für Augen? Die wollen mich alle nur essen. So. Was sind das für Augen? Ich werde hier beobachtet von irgendwas, was ich nicht identifizieren kann.
Nein! Ja, das habe ich jetzt noch gebraucht. Also für alle Fälle hole ich mir noch die Schüsse. Nein, ich möchte das Spiel auch nicht beenden. Seid ihr behindert? Ihr wollt mich immer ans Beenden des Spiels. Eine Frage. Kann man? Nein! Aber das bedeutet, ich kann auf den Augen stehen bleiben. Aber gibt's da oben überhaupt irgendwas? Irgendwas Sinnvolles? Ich guck mal schnell. Ja, dort oben gibt es Schuhe und die würde ich noch gerne haben wollen. Also nichts für ungut. X-Rack, warum drückst du 5000 Mal auf irgendwelche Pfeiltasten, obwohl du es gar nicht nötig hast? So. So, passt doch. Okay. Okay, es wird immer lustiger gerade, merke ich. Geheimlevel? Oh nein, was sage ich denn hier noch? Irgendwas von irgendwelchen beschissenen Geheimleveln, dann verkacke ich sowieso. Nein, ich möchte laden, das Spiel. Laden, das Spiel. Und ich gehe da von einer komplett anderen Seite hin, aber... Ich glaube, so von dem Auge da... Was wollt ihr hier? Das ist doch nee, oder? Ich meine, ich betrete die Welt und schon schießt mich so ein Auge an. Das ist doch scheiße. Das ist richtig scheiße, obwohl ich jetzt zwar eine Lasagne im Ofen habe und eigentlich schon total gute Laune habe, weil ich sie gleich essen und verschlingen werde. Einfach so genussvoll. Ah, auf den Dingern kann man nach oben, nach unten rutschen. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Mensch! Ja, ich bin auf der Hand. Okay. Und was hat mir das gebracht? Was? Nein! Habt ihr gerade gesehen, wie verängstigt ich eigentlich schon bin? Ich habe Angst, überhaupt den rechten Teil des Levels zu sehen. Und deswegen nehme ich den komischeren Weg über irgendwelche Augen. Was ist das denn? Ich habe noch nie so eine Sicherheitspassage in irgendeinem dieser Spiele gesehen. Was ist das denn? Das ist... Ach, ist das nicht der Babysitter? Wartet mal. Das ist doch der Babysitter, der entführt worden ist oder so. Nein! Okay, wartet mal. Nee, das ist gut, dass wir wenigstens geguckt haben, was es hier rechts gibt. Und zwar gibt es hier rechts einen Schalter und eine Plattform. Ha! Zumindest habe ich aus dem Spiel jetzt gerade etwas gelernt. Ja, auch wenn es das Spiel hier jetzt gerade nicht wahrhaben möchte. Ich habe gelernt, egal was du mir machst, ich lerne. Nein! Nein! Bitte nicht. Mach. Ich gehe erstmal hier hin. Gee, danke, Billy, sagte Molly.
Mein Bruder wird dafür in Schwierigkeiten geraten. Dein Bruder? Fragte Keen. Molly ist seine ältere Schwester. Moment. Molly ist die ältere Schwester von Mortimer McMeyer. Also Mortimer McMeyer ist das. Das ist ja der korrekte Name für Commander Keen. But he was caught in the explosion of his mangling machine. Wasn't he? Could he be alive? But he's. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das jetzt mal komplett auf Englisch vorlesen. Wer Probleme hat, es zu verstehen, dann würde ich Google Translator vorschlagen. Weil ich gerade auch mit meiner... Ich komme einfach mit meinen... wie nennen sich das? Wie nennen sich das? Ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr kommentieren. Oh mein Gott, mein Hirn. Nein. So, meine Übersetzungsskills sind nicht so toll. Ich versuche gerade auch den Text hier zu verstehen, weil ich auch nicht verstehe, um was es für eine, Explosion es sich gerade hier im Text handelt. Ich gehe mal weiter. Also dieser Molly sagt, es sind Schwierigkeiten. Das ist es, was er ist. Er hat den Blocks gesagt, dass sie mich als Geisel nehmen soll. Also sollen. Im Gegenzug hat er ihnen gesagt, wo so den Stupendous Sandwich of, also von Chungella 4 finden können. Und Keen antwortet, ja, ich hab's gesehen. Also ist Mortimer zurück, ja? Also Commander Keen. Und wo ist Mortimer? See you next time when Commander Keen and Mortimer McMeyer battle for the universe. Also wir sehen uns beim nächsten Mal bei Commander Keen, wenn Mortimer und Commander Keen für das Universum kämpfen. Vielen Dank fürs Spielen, heißt es hier. Sagt bloß, das Spiel ist jetzt vorbei. Was? Das war das Endlevel? Das war das Endlevel? Wollt ihr mich veräppeln? Ich möchte hier noch was gucken. Und zwar, wo war das? Welt 15. Das ist so gesehen der Anfang dieser Welt. Ah, nein. Wartet, ich möchte noch was komplett anderes sehen. Zwischenspeicher hier. Genau. Ich möchte noch kurz was sehen. Einen Moment. Nicht runterfliegen. Und zwar gibt es hier oben noch so eine Tür. Ich möchte sehen, wohin mich jetzt diese Tür noch bringt. Moment. Genau, diese Tür. Wohin bringt die mich? Okay, also wir sehen... Ach Gott, das ist unglaublich. Und jetzt möchte ich noch was anderes sehen. Ja, ich bin schon in einem Spiel, möchte mir das Spiel sagen. Return to Game. Und jetzt möchte ich mich sterben lassen. Exit to Fribulus Xax. Genau das möchte ich. Und jetzt möchte ich gucken... Hier. Ich dachte, dieser... Genau das. Was macht das? Haha! Wir sind noch lange mit dem Spiel nicht vorbei, wie das Spiel es uns eintrichtern möchte. Spiel, du kriegst mich nicht. Obwohl du mein Hirn zermatscht hast, du kriegst mich nicht down. Und deswegen würde ich sagen, diese Welt besuchen wir im nächsten Part wieder. Also, haltet es noch einen weiteren Part mit mir durch. Ja, ihr seht schon, wie ich überhaupt am Abkacken bin mit meiner Kommentierung. Aber...
Das ist nun mal Commander Keen, was es mit euch, mit eurem Hirn auch machen wird, wenn ihr es spielen werdet. Ihr werdet es schon sehen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, logischerweise. Bis dann!